Aber ich sag, ich glaube ja zum Beispiel, dass Frauen das dann, obwohl ich dann, es gibt ja die Frauen, die was es offen und ehrlich zugeben. Gell, das sagen sie nicht einmal, oder? Doch, doch, sag, es gibt, schon jeder. Nah, und du bist so pervers und das tut man doch nicht. Und ah, gibt's genug. Der Rexa, du. Und du bist so ein ist jeder. So, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Runde Echt und Unbeschnitten. Heute zu Gast haben wir die Lucy oder besser gesagt Black Angel 999 da. Zu meiner Linken wieder der Flo, der steile Zahn. Zu der Linken der Reim, die geile Sau. Dankeschön. Bitte sehr. Du bist so lieb. So, wir möchten jetzt, wir haben vorher mit einer Frage die vorige Sendung beendet und ich werde es jetzt einfach nur mal wiederholen. Und zwar ist es um das gegangen. Lucy, wie siehst du OnlyFans, sagen wir mal, in den kommenden 10 Jahren? Ist das eine aufsteigende Plattform oder hat die, wie manche anderen Social-Media-Plattformen, auch irgendwann einmal ein Ablaufdatum? Und das ist ehrlich gesagt eigentlich eine sehr, sehr gute Frage, weil ich weiß nicht, ich glaube, wie gesagt, OnlyFans ist jetzt nicht nur da, um Pornos zu machen oder auf die sexuelle Art und Weise das zu machen und Content Creator zu sein. Deswegen, ich würde fast behaupten, Pornos und sexuelle Sachen ist eine Sache, was jeder immer anschauen wird. Es kommt immer darauf an, mit was du den Content machst auf OnlyFans, aber ich glaube, wenn ich so weiterhin, also wenn ich so weitermache wie bisher, ich glaube, es wird sich hoffentlich am Laufen halten. Ich glaube da, dass da sicher noch andere Plattformen aus dem Boden sprießen. Ja, sicher. Bei OnlyFans finde ich, war es so geil, weil der Name ist ja eigentlich schon richtig geil Programm. Also, wie unserer. Wie echt und unbeschnitten. Wie echt und unbeschnitten. Ja, eben. Also, der Name ist Programm. Subscribe mal da draußen, genau. Subscribe bei der Lucy, ja. Subscribe bei uns. Beim Reimi auch. Beim Reimi. Genau, mach mal den ganzen Zehner voll. Genau. Aber was es mich interessiert hat, siehst du zum Beispiel jetzt nicht nur bei OnlyFans, sondern vielleicht sogar in die Richtung Pornofilm drehen generell? War das was für dich? YouPorn? Nein, ja, die Plattform ist dann Plattform. Wurscht. Ist aber jetzt Pornofilme drehen, ja, also nein. Wie bei Brazzer oder so, genau. Wie du vorher schon mal erwähnt hast. Genau, also das ist, ja, man muss halt dann so das Sprungbrett quasi finden. Weil ich würde zum Beispiel nicht auf Pornhub gehen, die professionelle Art und Weise, wie man Pornos macht, wenn es sich nichts bringt. Mhm. Ja. Zum Beispiel, ja, weil dann... Da klärt es ja nur und das hat nichts davon. Genau. Aber zum Beispiel, angenommen, wird man jetzt irgendwann einmal zum Beispiel irgendeine Agentur oder irgendein Label zum Beispiel ein Angebot machen, was schon ein bisschen Reichweiten hat, dann würde ich wahrscheinlich darauf eingehen, ja. Weil es gibt im Endeffekt in der Hinsicht da zwei Wege, wie man selber seinen Bekanntheitsgrad steigern kann. Erstens, entweder macht man selber die Filmchen mit einem Partner und so weiter und lohnt es hoch. Und da bin ich schon. Genau, das ist ja das, was du jetzt momentan machst. Oder man macht dann über Agentur und wird halt dann angeworben für dementsprechende Drehs etc. Ja, ich habe ja gehört, dass da gar nicht recht viel Geld drinnen ist. Boah, es gibt keine Ahnung, was Porno und Stars heißt. Nein, so bei Brassers zum Beispiel. Naja. Was Frauen so, können, was Männer. Der männliche Darsteller kriegt angeblich $250 pro Film. Nein. Das habe ich immer gehört. Mehr. Okay. Warum weißt du das? Weil mich gerade echt so ein Doku angeschaut haben. Und da hast du dann so ein Doku oder so ja, angeschaut. Die war nicht Pornofilm, der Florian nennt Doku. Nein, ernsthaft jetzt. Das war ein Lehrfilm. Das war auch voll interessant. Das war ein junges Paar, die was Pornofilme gemacht hat, weil mir hat das interessiert, was man verlangen kann für einen Pornofilm ja, zum Drehen. Das mit täglich. Auf jeden Fall. Und da, die haben zu zweit angefangen und haben dann, glaube ich, noch im fünften Video davon leben können. Ja, man muss. Ja, so wie man muss sie das macht. Einwerfen. Ja, bitte. Also normal nenne ich jetzt keine Zahlen, aber weißt du gerade von denen dass man halt davon leben kann, geredet hast. Ich habe jetzt zum Beispiel für 1 oder 2, 6 selbst schon 3.000 bis 4.000 € gemacht. Und wenn du halt dann das immer laufend machst, dann. Ja, aber das ist ja auf ihrer Plattform. Ich rede jetzt von Darstellern, die was vor einem Film geworben werden. Die was praktisch von einem Studio angeworben werden. Die was nur eine Gage bekommen. Eine Gage, genau. Ja, das ist schwierig, weil da gibt es keine Untergrenze. Das ist ja, wenn du eine Fans für 50 Euro, dann... Da wirst du doch Bekanntheitsgrad, wirst du, glaube ich, zahlt, oder? Wahrscheinlich, aber Männer kriegen doch viel weniger Geld. 5.000 für einen Dreh oder 20.000 für einen Dreh. Ich glaube, das kommt wieder auf die Reichweiten, was man auf Instagram hat und auf TikTok zum Beispiel. Ja, Bekanntheitsgrad einfach. Das alles wird dort einbeworfen. Und wenn es jetzt einmal zum Beispiel für, ich glaube, dass du jetzt willst, für die Gage halt eben gerade so und so viel kriegst, je mehr Views das Video hat,
desto mehr kriegst du dann eventuell beim nächsten Dreh vielleicht. Und bei Pornhub und so ist ja das so, wenn du jetzt wirklich der eigene Content-Creator bist, dann lebst du da ja nur von den Klicks und von der Werbung, was auf Pornhub zum Beispiel geschalten werden. Da kriegst du für das Video so genau. Ja, weil das wie auf YouTube, ja, das ist genau dasselbe so, Prinzip. Ja, den Premium. Voll, ich zahle 69, 99. Wieso kennst du den Preis? Wieso kennst du den Preis? Hast du da schon das Logo tätowiert irgendwo? Ha? Und dann haben wir gesiegelt. Aber was ist mir interessiert, du hast uns da heute solche Utensilien mitgebracht. Mhm. Genau, erklär mal, für was das so ist. Also die haben schon sicher einen Bullen angenommen, oder? Genau. Der mit der Bulldosen in der Hose? Der mit der Bulldosen. Hello, I am the Bull. I'm the riding Bull. Sie hat da das, was man beim Ohrenarzt mit hat, also quasi da, was du bei den Edeln schauen. Mhm. Genau. Und einen Schuhlöffel hat es auch mitgenommen. Genau, also, Schuhlöffel, a.k.a. die Eichelpeitsche. Eichelpeitsche. Was ist das? Ulala. Ich mag es ein bisschen härter. Du magst es härter. Ist das normal, dass du klar ist? So hast meine Oma. Nein, die war bei der Kaskelle. Was? Die war bei deiner Oma? Nein. Also heißt seine Oma. Okay. Adventskalender war ich dabei. Nein, das ist was, glaube ich, einfach für einen Adventskalender. Was ist da gerade Schoko drin? Ja, wohl ein wenig mit Schulöffeln. Das ist für einen Bestrafungsmoment dann, glaube ich, das richtige Utensil. Darf ich das mal durchgeben? Ja. Das ist ein bisschen... So weit haben wir gar nicht. Ist das schon used? Used. Echt? Und ich greife das nicht an. Ulala. Ulalalala. Love me tonight. I love you, baby. Ach so. Aber das, na ja, dann warst du aber gescheit aus, was geht? Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema. Da musst du auf Schmerzen stehen beim Bocken Sex. Ja. Da musst ich du, dafür, da musst dass du die Opas fürs Team. Sag schon, aufhört schon. Ah, oh, baby. I love the way every day. Okay. Nein, was jetzt zum Beispiel meine, also ein gewisser Part von meinen Subscriber, die haben mich schon oft darauf angesprochen, kannst du mal Sextape machen, mit zum Beispiel mit Handschellen. Ja, aber das ist da hast du nicht verstanden. Ja, die strengen sich auf solche Utensilien halt, ja, oder? Okay. Das verstehe ich wieder. Aber mit Handschellen, das ist so 1995. Ne, aber bei Handschellen geht es eigentlich Handschein. Um das, dass du das so Handschein. Symbolisierst, dass du praktisch ausgeliefert bist, genau. Oder? Ja, also aber die Leute. Analplug verstehe ich noch. Okay, das verstehe ich noch. Von Rosetta Stone. Ich verstehe ja Peitschen, aber Handschellen darf mir am allerwenigsten antören, kommt mir vor. Und mir ja, ist genau du bist halt einfach aber nicht jetzt, mit dir unterwegs. Ja, ich bin einfach schon 40. Ich bin einfach schon oldschool. Ich mache nur noch Missionars und Doggystyle. Genau. Ich mache nur den Anfang und den Schluss, der Rest ist Seestern-Syndrom. Zwischendrin schlafe ich. Oder wer bewusstlos? 3 Minuten Fuß, Brausen fertig und in den Kuscheln. Ja, Gott. Kuschelpartie. Nein, aber ja. Da sind wir beim nächsten Thema. Man darf alt werden. Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, natürlich. Das mit dem Auspeitschen oder mit richtig harten Schlägen, sodass der Arsch geil. Rot wird oder sämtliche Körperteile rot sind, das habe ich auch noch nicht verstanden. Wo da das sexy Turn dann dabei ist. Also, in Verbindung mit Schmerzen halt einfach, mit Pain. Also, zum Beispiel, also ich mag das halt auch zum Beispiel, wenn es ein bisschen härter zugeht. Ja. Mir ist einmal das Kiefer ausgerenkt worden, das war immer so lustig. Das war aber Disco-Schlägerei, oder? Ein bisschen falsch getroffen, beim Gesicht, ein bisschen falsch getroffen. Okay. Was, wie kann man das falsch treffen? Und mit was? Ich möchte war das ein Verkehrsunfall, war das der Airbag, was war das? Nein, was? Das kann ich nicht machen, ich hab kein Ah, ist der Auto in sieben Jahren. Opus gestraft. Er hat mir so ein Watschen gegeben. Und er hat ein Watschen gegeben. Und ich sage so, härter. Und dann macht er nur mehr. Das ist alles, was kannst. Das ist alles, was kannst. Also das ist dann während des Akts passiert, dass er einfach seine Kontrolle über die Hand verloren hat. Und da habe aber ich noch gefragt, weil ich so schlage mir und er so ein bisschen sicher. Und ich so, ja. Und beim dritten Schlag dann hat er irgendwie da beim Kinn ein bisschen falsch getroffen. Hat er gemerkt, Häuptling schief geguschen. Und dann, ja, ist ein bisschen tot gegangen, würde ich sagen. Ja, dann hat bei mir ein Tod gegeben. Ja, aber das ist halt genau die Gefahr, was man dann, oder das Risiko, was man mit einkalkulieren muss, dass man, wenn man beim Sex so härter zugegangen ist, entweder das Bett anbricht oder etwas anderes bricht. Also eins kann ich nach dem Vorfall sagen, blasen habe ich nicht mehr können, weil mein Mund nicht mehr aufkommt. Das hat sich dann nicht erledigt. Die klassische Kiefersperre. Also. Dann zum Beispiel gestern habe ich immer, während er mir jetzt gerade zum Beispiel benutze ich das, mein Satisfier. Mädels, kauft euch den. Das ist dann nochmal zur zusätzlichen Stimulation. Genau, und dann squirt ich halt. Ja, das ist geil. Das ist einfach wieder ein englisches Wort, aber es ist wurscht. Das ist einfach, schreib das auf, rein, ich übersetze das noch. Okay, passt, danke. Oder Frau Google. Das ist ja schön.
Googelt einfach. Ah, okay. Nein, aber so hat halt jeder, sag ich mal, beim Sex oder beim erotischen Akt seine unterschiedlichen Favorites. Ne? Mhm. Ist gut so. Und es gibt den Standardsex, es gibt den Ausgefallenen, es gibt einen, wo man wahrscheinlich alle wegschauen würde. Oder der was keinen hat. Oder der, was keinen hat. Ich glaube, da trifft es sehr viel da draußen, könnte ich mir vorstellen. Möglich. Weil es gibt wahnsinnig viele, die es, glaube ich, nur noch selber machen und keiner sucht mir irgendwie einen Partner zum Sex haben. Jetzt musst du offen und ehrlich sein. Naja, Overhooling oder Selbstbefriedigung ist eines der schönsten Dinge, die es gibt. Die unkomplizierteste Sache, glaube ich. Nein, masturbieren ist richtig schein. Ja, da muss ich der Profi auszusprechen, oder? Ja. Warum ist schein? Ich glaube, das tut ja jeder. Raimund, frage warum? Dich. Warum? Nicht rot werden. Nein, ich werde nicht rot. Nein, oder, wieso nicht? Oder schöner als Sex haben? Nein, nicht schöner. Aber es ist schön. Wenn man sich da morgen hinlegt und einfach einen Oberhalt. Okay. Ja, aber ganz auf jeder, und jeder, der was sagt, nein, sowas mache ich nicht, der liegt. Voll. Und ja. Frau und Mann. Genau das sage ich auch zu dem bezüglich, wenn alle Mädels zu mir sagen, dass ich zum Beispiel nur eine Hure bin. Ja. Genau das sind dann diejenigen, die auf Snapchat gratis Nudes verkaufen. Also verkaufen, verschicken. Verschicken. Das ist genau das Thema, was wir vorhin gehabt haben, mit Nacktbilder verschicken und so weiter und so fort. Alle, die sagen, die machen, Entschuldigung, alle, die sagen, die verschicken keine Nudes, sind genau die was verschicken. Weißt du, das wenn du selber machen kannst, gerade zum Beispiel. Ja, das ist dann das klassische Penisbild verschicken oder Titten und Muschi herzeigen und so. Aber ich frage mich auch, was bringt dir das eigentlich, wenn du dich dann noch und nicht triffst? Weil das ist ja dann eine Form, wo du dich vorher geil machst. Also das kann man ja schon als digitales Vorspiel eigentlich dann sehen. Und ist dann ist man 600 Kilometer Wumpen auseinander. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn du deinem 5-jährigen Burm ein Foto von deinem Feuerwehrauto, was du Weihnachten kriegen hättest, schickst. Aber er kriegt es dann nicht. Ja, weil du wohnst in Australien und er in Oberösterreich. wir sind geschieden. Wir sehen uns eh nie. Nein, das ist das umsonst geil. Du nicht mal kennen. Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich so gesehen, wie versteckt. Ah, Gott. Ja, ist gestört. Ah, aber wir leben auch in einer gestörten Welt. Also eigentlich gar nicht so weit hergeholt, das Ganze. Definitiv. Ja, andernfalls, was ist normal, wenn man sich auf OnlyFans. Aber wie willst du sagen, dass du nie einen Oberkult hast? Sicher, einmal schon mal einen Oberkult. Naja, aber was stößt mir auf so deppert hin? Ich weiß es ja nicht. Wieso soll die deppert hinstellen? Also ich nicht. Dann habe ich das gerade falsch empfunden. Nein, all for the show. Aber ich glaube ja zum Beispiel, dass Frauen das dann, obwohl ich dann, es gibt ja die Frauen, die was es offen und ehrlich zugeben. Ja, das sagen sie nicht mehr, oder? Doch, es gibt, nein, und du bist so pervers und das tut man doch nicht. Ah, gibt's genug. Der Rex auch, du. Und insgeheim taugt sie einer alle. Ist jeder tut's. Oder? Ich glaube auch. Jeder, der was nicht tut, der liegt. Meine Meinung. Vielleicht nicht täglich so wie ich. Hey, es gibt sogar Religionen, die was sie das bis zur Hochzeit aufgehalten. Leicht. Das Häutchen. Okay. Ich tue es erst, wenn ich verheiratet bin. Ja, genau. Pamitwa. Nein, war ziemlich was anderes. Hochzeit. Achso, das. Hallo. Nein, es gibt ja wirklich Pärchen. Hochzeit, sicher, aber das sind die voll religiösen. Hochzeit. Wir heiraten noch. Hochzeit. Darfst du das? Mit deiner Erfahrung hier. Was sag ich mit deiner Erfahrung jetzt? Kein Sex mehr vom Heiraten? Genau, mit einer, die was kennenlernst, weil du das magst, aber stell dir vor, du wartest jetzt wirklich, was ist denn lang? 2 Jahre für Hochzeit? 3 Jahre? Keine Ahnung, 5 Jahre. Ja, und auf das. Ist das echt scheiße? Nein, weißt du, wie ich sag, man kauft und kauft einen Sack. Und kauft die Katze im Sack. Kauft man nicht. Fährst du ja auch mit einer Autoprobe, oder? Aber es gibt eine Grenze zwischen ständig Nacktbüdel verschicken, bevor man sich das erste Mal getroffen hat, und Sex erst nach 2 Jahren kennen. Ja, da ist dazwischen ist irgendwo der Cut. Eine Stichprobe muss schon mal sein. Stichprobe. Stichprobenartig. Weißt du, was ich meine? Ja. Mal zu wie schnuppern einfach. Mal so gesehen. Mal geschaut, ob er passt. Ja, und ob man Kai brauchen. Ich weiß nicht. Heutzutage, wie sie die jungen Leute so anbahnen. Ich meine, du bist jetzt eh relativ um die 20 Gute Jahre Frage. Alt. Wie verhalten sich Männer in deinem Alter jetzt so vom sexuellen Gehabe her? Sind die eher schüchtern? Sind es voll die Draufgänger mittlerweile geworden? Oder wie sind die drauf? Ich muss ganz offen und ehrlich sagen, dass ich zum Beispiel mit wenn was habt, der was unter 23 ist, kommt sehr, sehr selten vor. Je älter, desto besser. Ja, 23 ist jetzt nicht so alt. Ja, aber unter 23 sind nur teilweise ein paar Bubis dabei und das brauche ich halt nicht. Aber wirst du offen? Auch ein Mann von Fach. Ja, aber du bist schon ein Level weiter in der Hinsicht. Von was für ein Fach? Von oben oder von unten? Aber der Daniel Ritter von deinem, wirst du oft angesprochen? Oder Richtung Beziehung oder Kennenlernen oder auf Dates eingeladen, sowas? Ja. Direkt, oder? Persönlich?
Geht es dir um einen persönlichen Kontakt oder? Nein, eigentlich war die Frage so gestellt, dass es mich interessiert hat, ob heutzutage die Jungs eher so draufgängerisch sind, dass sie sich was trauen, also dass mit flotte Sprüche auf einen zukommen. Nein, aber oder auf Social Media oder? Es ist wurscht, ob sie anschreiben oder persönlich reden. Das, naja, ist dann eigentlich ist nicht wurscht, weil übers nicht? Internet ist jeder haben alle, schnell immer, ja, genau, große Gosch. Genau. Haben alle ja 20 geschwört. Die haben es schon oft, also nicht schon oft, aber ein paar Mal mit Burma getroffen, die gemeint haben, ja, sie sind der ärgste Daddy. Mhm. Und dann treffe ich mich mit einer, also dann treffe ich mich mit einer, hab was mit denen. Kannst und dann zahlen? Ist das Softsex überhaupt so. Das, okay, und dann ist halt, oh, nicht Daddy, dann aber Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das wollte ich unbedingt dir jetzt unterbrechen. Ja. Was ist Softsex für die? Das ist ja auch wieder Auslegungssoft. Sanft und einschlafen werden dann. Liebe machen, oder? So. Das ist doch so Liebe machen. So romantisch ist auch ab und zu gut, aber ja, mit, so mit Kuscheln mit und Gefühle so. Und er kuschelt so gern. Amore. Also nicht Hardcore-Verkehr, sondern genau so 30er-Zone. Hä? 20er-Zone. 20er-Zone, Fahrradweg. Fahrradweg. Kinderspielzone. Aber dass ich auf deine Frage vorher nochmal zurückkomme. Ja, bitte. Ob wir jetzt zum Beispiel viele halt so ansprechen oder wegen Dates oder so fragen. Ja. Schon relativ oft, ja, aber die Leute suchen immer aus. Weil ich vertraue da den meisten Leuten nicht mehr, weil wenn ich jetzt wirklich einen Bub zum Beispiel daten will, dann. Ich passe halt mittlerweile schon mehr drauf auf, weil mich haben ja schon viele Leute gefragt und die schwören mir und versprechen mir, sie sind nicht auf das Sexuelle auf. Natürlich. Weil sie dann sagen können, ich habe OnlyFans heute Bruder. Ja. Nein. Also, das ist wie eine Trophäe handeln, dann ist es ja so? Auch scheiße. Dann, mit deinem? Kriegst du mit deinem? Was, der Bub ist ein Jäger. Mein Vater war auch schon Jäger. Jäger und Sammler. Jäger und Sammler. Was mich auch interessiert hat, ist, wie schätzt du du wirst vielleicht wissen oder vielleicht auch nicht, ich frage das einfach. Die Altersgruppe auf OnlyFans bei dir ein, ist das eher 20 bis 25, 25 bis 60? Das ist so anonym, glaube ich, das kannst du nicht nachvollziehen. Gell? Also wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht einmal, wer meine ganzen User sind zum Beispiel, weil ich habe nur einen Username da und selten ist der ganze Name da. Also ich weiß jetzt, ich habe zum Beispiel nie nach dem Alter gefragt, aber ich glaube, dass sich das meiste bewegt zwischen 20 und 35 in deinem Sparzyklus so. Haben die ein Büdel da hinterlegt, oder? Ja, das Führerscheinwort. Ja. Der Hans. Nein, Reihobel zum Beispiel. Reisepass Österreich. Wann so ist wie auf Instagram? Du lesen? Oh Gott. Frag, Antwort bitte. Nein, die haben kein. Nimm uns bitte Herrin, sagst du. Nein, Spaß. Herrin wann, ja? Da musst du sein, Lucy. Nein, aber die haben. Nein, die haben meistens kein Profilfoto. Okay. Nein, im Internet ist es uns grundsätzlich eigentlich, aber ich da das unterwegs. Musst das wieder aus oder Dani? Schier, bin ich nicht. Ja. Ich da das eine. Ein Penisbild? Nein, aber ein Profilbild. Mit Hut und Smiley. Hi, ich bin's. Dafür verdeckst du deinen Namen. Reim und Haar. Genau, Reim und Haar verpixelt. Aber nur bei den Augen so. 40 plus. Alles vergrößert. Schabernack. Ja, aber so hat sich jetzt eigentlich so die ganze sexuelle Kultur jetzt über die letzten Jahrzehnte schon sehr stark ins Internet verlagert, weil früher hat man nur auf Zeitschriften gewichst. Genau, Kronenzeitung, Seite 7. Seite 7 oder Seite 9? Das Seite kann ich mich auch noch erinnern. Ja, glaub mal, ich habe eigentlich alle noch ausgeschnitten und zusammengehabt. Ja, das Sammelsorium von den letzten 30 Jahren. Ja, aber ich wollte überhaupt gehabt, ich war weiß. Aber da muss man auch noch sagen, da haben Frauen ausgeschaut wie Frauen. Momentan. Schauen sie wie aus? Wie Thailand. Aufspritzt. Ja, heutzutage bist du gar nicht mehr sicher, ob ein Mann eine Frau ist oder eine Frau ein Mann. Das ist ja was nicht so. Aufgespritzt ist wieder was anderes. Aufgespritzt ist ja nicht so tragisch. Ich finde das, jetzt ganz offen und ehrlich, eine Freundin haben, eine Frau haben, die was jetzt ganz normal ausschaut, ist gut. Okay? Was ist normal für dich? Ganz normal. Natürlich. Natürlich, genau. Natürlich normal. Aber wenn man eine Frau nackt sieht, die was gemachte Busen hat und vielleicht aufgespritzte Lippen, ist doch schön zum Anschauen. Ob ich das jetzt ich für mich haben will, ist die Frage. Aber ich da jetzt nicht mehr so, operierte Titten, schaut scheiße aus, gefällt mir nicht. Pauschal nicht. Es gibt sicher eine, wo es extrem scheiße ausschaut. Oder Lippen. Pusch drin hat, oder? Ja, keine Ahnung. Daniel. Was? Oder Lippen. Oder Lippen. Ja, das kommt dann darauf an, wie weit das aufgespritzt sein. Ich meine, wenn es ein weniger Volumen und ein bisschen fülliger sind, ist ja okay. Ja, aber falls bei gewissen Weibern, da kannst du das Schlauchboot sparen. Ja. Für den Sommer. Nein, praktisch. Stimmt. Also, Lucy, was sagst du da? Ich meine, alles bis zu einem gewissen Grad, aber halt dann nicht voll übertrieben.
Sind deine Lippen aufgespritzt? Nein. Natürlich. Natürlich. Aber das ist so, wenn es ansehnlich ausschaut und wenn es zu dem Gesamtbild passt. Es bringt nichts, wenn ich so einen Kopf habe, so eine Hüften und solche Titten. Verstehst du? Und ne, ja, proportional. Dann darfst du wieder zusammenpassen, weil dann darfst du wenigstens vorne und hinten zusammenpassen. Aber ich sage jetzt einmal so, so wie es zusammenpasst. Das ist sicher ästhetisch und schön zu anschauen. Und ich mag Busen. Ich sage so von der Ich glaube, dass sie dann manche einfach nicht mehr gespüren, dann, weil es einfach irgendwie da den Sinn dann so, dass das halt alles zusammenpasst, irgendwie verlieren. Ja. Da gibt's, da kommt man dann wieder, jetzt brauche ich noch größere Lippen oder noch größere Titten. Es ist aber eine Sucht da, muss ich schon sagen. Ja. Das schön, verkauft sich das besser bei deinem Tun, wenn ich das jetzt modelliert habe, besser dargestellt habe, naja, bessere Lippen, ich habe zum Beispiel auf OnlyFans mal so eine Umfrage gemacht, was meine Fans davon halten würden, wenn ich mal jetzt meine Brüste machen lasse. Und sie haben halt überwiegend auf Nein gestimmt. Weil sie zum Beispiel würden es bei mir schöner und anschaulicher finden, wenn ich zum Beispiel keine Silikontitten habe zum Beispiel. Okay. Ja, das ist glaube ich der Benefit. Weil wenn 80% Frauen Plastiktitten haben, dann verkaufen sie die naturalen, glaube ich, ein bisschen besser. Oder irgendwann. Nein, das haben wir wieder bei dem Thema, die Nachbarin. 80-20. Ja, dieses, die Nachbarin, die Frau von nebenan, die was beim Staubwischen nichts anhat. Verstehst du, was ich die Schweigesekunden haben wir jetzt braucht. Lass es sacken. Aber ich glaube, dass das relativ da gut, sich gut verkauft. Du wirst es ja uns bestätigen können, oder wahrscheinlich? Die Natürlichkeit an sich, du hast es ja gerade selber gesagt, umso mehr, dass die operieren lassen, umso weniger attraktiv dann die deine Subscriber finden. Genau. Also wo jetzt quasi die Frau von nebenan mehr haben, die was natürlich ist. Aber trotzdem Sexappeal ausstrahlt. Richtig geiles. Das mache aber ich auch, wenn ich beim Hof einkaufen bin. Ja, aber nicht aus dem Plastiksack aus. Die haben Stoff. Die haben Stoff, die geben so Stoff. Aber es ist halt auch einfach so klischeehaft, zum Beispiel für die Erotikbranche, dass du halt gemachten Arsch, gemachte Titten hast, aufspritzte Lippen. Ich meine, die Lippen habe ich mal gemacht, weil mir meine Naturalen nicht gefallen haben. Das war jetzt nicht mit OnlyFans zu tun, aber sicher schaut es auf OnlyFans auch besser aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel 600 Euro in meine Lippen habe, die muss ich auszahlen. Aber zahlt sich das überhaupt noch aus, wenn du zum Beispiel, wie es jetzt standardmäßig ist, wenn du Fotos machst, haust du einen Filter drauf oder jede Dame eigentlich? Natürlich. Ich hoffe, du haust mein Video auch noch an der Hand. Natürlich. Unbedingt. Und das gehört auch schon ausgeschaut. Bei mir. Aber tatsächlich, also ich kann mir das so vorstellen, ich bin nicht tätowiert oder so, aber da sagt man ja auch, dass es süchtig macht. Findest du, dass die Schönheits-OPs auch süchtig machen? Definitiv. Ich bin mit der Meinung eingegangen, beim Dr. Huemer in Wels, ein Bombenarzt, ich liebe ihn. Okay. Also Mädels geht's sehr. Werbung. Nein, aber ich war der Meinung, ich mache nur die Lippen und das war's. Einmal. Dann bin ich ein zweites Mal hingegangen und dann ist schon im Hinterkopf gekommen, wie meine Brüste machen lassen, meine Jollen, wie wir machen lassen, wie Fett absagen am Bauch. Dann haben wir die Überlegung, dass ich mir meinen Arsch machen lasse in der Türkei. Fitnessstudio? Ja. Weniger essen? Hat der Diät? Papa auch schon gesagt. Der Papa, liegt. Jetzt musst du aufpassen. Aber, mein Vater hat gesprochen. Aber du hast quasi, es gibt jetzt schon den Drang zur Optimierung. Also du rutscht immer mehr rein. Also zum Glück kann man mein Geld nicht sparen, weil ich immer alles für Partys und Reisen ausgibt. Würde ich jetzt nur daheim bleiben zum Beispiel, dann lade ich auch schon wie Barbie, sage ich offen und ehrlich. Und weil die Schönheits-OPs leichter sind als Sport oder gefällt dir einfach... Weil du die Ziele nicht erreichen kannst. Es dauert mir einfach zu lange. Du kannst ja keine größeren Titten nicht kriegen, wenn du das Fitnessstudio hast. Nein, das nicht. Aber zum Beispiel weniger Fett am Bauch zum Beispiel. Ja, gut. Ja. Das, okay, sowas zum Beispiel. Das dauert mir zu lange. Dauert dir einfach zu lange, okay. Und da zahle ich lieber zum Beispiel mal in Österreich, würde ich zahlen, glaube ich, 6.000 Euro zum Beispiel. Für Standardfett. Schnopper. Für den Bauch, ja. Okay. Schnopper. Und da darf ich halt lieber in die Türkei fahren. Würde man da dann zum Beispiel ein bisschen auspumpen lassen. Hat mir erst Auto gekostet, 6.000 Euro. Und da kostet auch also viel weniger zum Beispiel. Okay. Nein, der fährt jeder tun, wie er will. Natürlich. Nee, so natürlich ist dann nicht mehr, ne? Naja, ich glaube jetzt nicht, dass man bei Fettabsaugung... Findest du so tragisch? Ist natürlich. Findest du Fettabsaugen jetzt so tragisch? Ja. Ja? Weil es... Du hast schon mal gemacht. Nein, also ja, wenn man Diät dazu zahlt, auf die Jahre... Gib ihm die Adresse vom Arzt. Aber ich glaube, ich bin da auch zu neidig. Ja, aber ich glaube, dass Frauen, dass die schnell einmal ihr Geld ausgeben für irgendwelche Schönheitsoperationen wie Männer. Das ist eben mehr ein Frauending als wie bei den Herrschaften, glaube ich. Würde ich auch sagen. Aber das weicht mir jetzt von Demo. Ja. Definitiv. Ja. Jetzt haben wir eingerutscht. So. Jetzt haben wir schon wieder eingerutscht. Zack, Bomb, drin. Ernst.
Spaß. Nee, von Höhepunkt auszuziehen. Okay. Weißt du, was mich noch interessieren würde? Weißt du, was mich noch interessieren würde? Bitte. Zum Beispiel bei deinen Kunden. Es gibt was, das geht mir absolut nicht in den Kopf ein. Es gibt so also Fußfetischisten. Ich meine, jeder, was er da möchte, und es ist irgendwas. Smooth Operator. Und gibt es da so ein bei dir? Die, was Fußfetisch-Content verlangen? Nur die, was nur deine Zehennägel beißen wollen. Schick mir deine Socken. Schick mir deine Zehennägel. Weil ich habe zum Beispiel schon mal ein Angebot gekriegt, nicht nur einmal, dass sie zum Beispiel 500 Euro zahlen würden. Wie viel? Dass 500 Euro zahlen würden. So. Hab ich nicht. Dass sie auf meine Füße wichsen dürfen zum Beispiel. Oh, Baby! I love the way. Aber auf, so auf ein Foto oder auf deine Füße? Nein, also sie schreiben mir auf OnlyFans zum Beispiel. Live und hinterfragen und sowas zum Beispiel. Okay. Aber ich habe jetzt zum Beispiel noch nie eigentlich wirklichen Fuß-Content auf OnlyFans verkauft, weil ich biete ja auch Snapman und da baue ich es dann mit ein, dass ich mir Bodylotion auf meine Füße creme und dann meine Füße eingreife. Da gehst du wegen individuell rein. Fake-Sperma. Aber das sehe ich quasi auf deine, oder sehe live oder mit dir physisch auf deine Füße spritzen. Aber das ist ein totaler Catcher eigentlich. Okay. Ruft es mir an. Ja. 500 Euro auf Füße. Das ist, mach ich im Vorbeigehen. Also, sie Ey, aber du zahlst nicht dafür. Da reihe ich auch nicht. Aber. bei mir halt nicht. Das ist ein totaler Catcher eigentlich. Wenn du jetzt so denkst, ja, ich darf gerne auf deine Füße wichsen. Darf ich zu dir vorbeikommen oder darfst du noch nicht wundern, dass du einkühlt bist in einer Abdickplane und in der Trau liegst, oder? Das ist doch ein Catcher, das ist totaler. Die wollen dich dann nur entführen. Nein, Menschen, die was auf deine Füße wichsen, wollen die entführen. Die haben sowieso nicht alle Dosen. Ich hoffe, ich sitze so länger da. Also, wenn ich mal sowas machen würde, ich hoffe, dann sitze ich immer noch da. Aber das war auf alle Fälle einfacher verdientes Geld, schnell auf die Füße sonnieren lassen, als wie ein Tape dran. Das dauert aber nicht so lange. Oder Socken und Schuhe verkaufen. 3,5 Minuten mit Brausen und Kuscheln. Ich habe schon Unterwäsche verkauft. Ich wollte gerade sagen, getragene Unterwäsche. Das ist total ekelhaft, oder? Ich finde das total krass. Und umso länger das es trocknet, umso teurer wird es. Also meine Unterhose kannst du nicht brauchen. Ich möchte das auch nicht. So teuer bin ich nicht einmal. Aber wenn du das denkst, du kaufst einen Slip, dann hast du 10 Euro. Warum hast du das? 700 Euro oder Dollar? Willst du, also, ich würde es natürlich nicht. Fisch. Das war eine direkte Anfrage wahrscheinlich. Willst du eine getragene Unterwäsche, die was länger wie 2 Tage getragen worden ist von einer wildfremden Frau? Natürlich nicht. Ja, wildfremd bin ich oft eigentlich gar nicht mehr. Wie bitte? Wir kennen uns ja. Ah, das ist ja fast ist zwar, ja. Fast wie eine Beziehung dann für die, genau, keine voll. Ahnung. Ich weiß nicht. Ich würde es dir waschen, schick das wieder. Und bügel das zurück. Fertig. Danke für alles, trinken und zurücklegen. Okay. Das ist natürlich nicht per Wolle, ne? Kauft aber Scheiße. Ah, shit. Zuerst habe ich 700 Zoll, dann habe ich 5 zurück fürs Waschen. Ah. Und ein Dankgutschein. Leck mich am Arsch. Ah, das ja, aber da sind wir wieder bei den sexuellen Neigungen. Fetisch gibt es in alle Himmelsrichtungen gestrahlt. Also von bis, es gibt Leute, die verkaufen 14 im Glasl, es gibt Leute, die verkaufen trockene Socken und Unterwäsche. Also brauche ich so einen OnlyFans-Account? Wo fängt das an? Du kriegst dann gratis, weil es Hype bei mir da ist. Ja! Problem ist, du darfst ihn nicht anschauen. Ja! Aber ich hab's. Ah. Ist immer gut, wenn man es hat und nicht braucht. Moment. Also, wenn man es braucht und nicht hat. Danke. Lieber haben als brauchen. Genau. Dann halt der Dani. Ja, meine Damen und Herren. Gibt es zu deinem Thema noch was dazu zu sagen? Sonst würde ich sagen, danke für die geile Gesprächsrunde. Machen wir ein Fazit, oder? Voll. Fazit? Ja. Jeder hat ein bisschen Fazit. Am besten ist, wir fangen bei der Lucia an. Vielleicht sagt sie ein Fazit von heutigen Podcast. Was ist denn ein Fazit? Oh nein, ein Resümee. Ich dachte, Lucy ganz den Schluss. Okay, dann fangst du an. Okay. Fangst du an. Jeder sollte tun, was er will. Ganz ehrlich. Ah, kurz so. Kurz und knackig. Ja. Kenn mich schon. Ich würde auch sagen, also sexuelle Neigung gibt es in alle Richtungen. Man sollte keinen verurteilen für das, wenn auf irgendwas Außergewöhnliches steht, solange es im Rahmen ist und keinem schadet. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Kein verurteilen ist wild. Nein, darf ich nicht. Also, solange es wirklich nicht anderen Menschen schadet und er selber so perverse Drecksau ist oder sie das töft nadert, dann ist das eh seine Sache. Ja. Und er sollte das auch ausleben in seine eigenen 4 Wände etc. etc. Das ist mein Fazit zu dem Thema. Oder draußen. Reimi? Frauen, die ihre Wimpern pinseln, meistens die beim Pimpern winseln. Ah, schön. Ich hätte noch dein Resümee noch eine Frage. Eine kurze. Okay. Na, also was ich noch vielleicht alle Mädels da draußen mitgeben will, ist, ich habe mir jetzt, wie gesagt, ein Jahr überlegt davor, ob ich es machen würde oder nicht. Und ein Jahr zu viel überlegt.
aber an alle Mädels, die jetzt nicht so offen sind, in der sexuellen Art und Weise, wie ich das zum Beispiel bin, macht nichts Unüberlegtes, geht es tausendmal durch und ich muss immer bewusst bleiben, so einmal online, immer online. Schön gesagt, schön gesagt. Schön gesagt, und das war genau meine Frage bin an die Zuschauer, die was das probieren möchten, kann ich mal sagen. Okay. Dann sage ich danke fürs Zuhören und Zuschauen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, euch hat die Gesprächsrunde voll eingetaugt. In diesem Sinne, Tschüssikowski, bye bye, see you. Tschüss. Ciao.